Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Episode Nummer 3 von The Division 2. Jetzt können wir erstmal ein bisschen skillen, nehme ich mal an. Ja, ich muss ja zum Base of Operations, um das zu machen. Das sollte man jetzt vielleicht mal tun. So, oh, ich habe eine schöne Shotgun hier. Die möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Habe ich dann endlich mal eine bessere... Nee. Und dann nehmen wir aber noch... hier so eine MK17. Warum ist denn diese Maske nicht... Also warum ist die nicht ausgerüstet sonst? Muss man die irgendwie aktivieren? Keine Ahnung. So, Body Armor. Nee. Was habe ich hier? Ah, wieder ein Cash. Ein neuer Knieschoner und eine neue M870 S-Brex. Ich glaube, das ist eine Schrotflinte. Keine Mods. Auch keine besseren Granaten. Ich habe eine Concussion Grenade. Aha. Ja, das kann ich erst machen, wenn ich an der Base of Operations gewesen bin. Okay. Wow, noch mehr Damage. Die macht 1800 Damage pro Schuss. Ja, sehr gut. Das muss ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht hier alles. Das kann ich auch außerhalb der Aufnahme machen. Na, ich hab schon einen Cash oder was? Ich habe neue Schuhe, von mir aus. Jetzt bin ich der Held von Erdbeerfeld. Detected. Nearby location. Guarded by hostiles. This is our last radio contact with Espinosa. Wo war jetzt nochmal? Das ist hier die Base of Operations, ja. Dann gehen wir da mal hin. Was ist das? Unknown Activity. Schauen wir mal, was die Unknown Activity macht. Oh, was ist das? Ein Waschbär? Tatsächlich. Aber er klippt leider in den Müll rein.
eine MP7 habe ich aufgenommen. Richter und Kaiser GmbH, was ist das? Eine Maske. We don't need no other, let the mother the burn, burn. Whoops. Ja, wie? Hier? Na, endlich. Reinforcements incoming. Was für ein Bullet Sponge. Nicht gerendert oder warum ist er nicht zu sehen? Ja, Control Point. Aber anscheinend sind sie immer noch nicht zufrieden. Oops, friendly fire. That's it, right? They didn't know who they were dealing with. Got it. Yeah. Supply room.
Ich drücke meine Gefühle aus und zeige damit Intelligenz oder was? Nee. Nee. Das ist nicht unbedingt das Wichtigste für eine KI. Hostiles guarding location nearby. Du bist jetzt hier der Chef, hä? I don't know how much longer we can hold out. We can really use your help. Ah, die wollen auch, dass ich ihnen was gebe. Kriegen sie aber nicht. Oh, Loot. Die ist nicht so gut. Schade. Oh, die ist gut. Beides nicht so gut. Damn. I kind of wish something would happen. I'm falling asleep out here. Kann ich denn auch irgendwie schnell reisen? Ja, ich kann sogar fast traveln, dann mache ich das mal. Over here. Skill unlock available. Jawohl. So, dann nehme ich jetzt mal. Was wollte ich nehmen? Die Turret. Ach, ich glaube, das ist das, was im Prolog mal die Anführerin benutzen wollte und dann nicht funktioniert hat. Perks. Oh, Granaten kann ich definitiv gebrauchen. Oh, gerne doch. Ah, jetzt habe ich Leute irgendwie schon rekrutiert, ja. Ah, sie ist eine. Sie craftet mir dann Items oder was? Greetings.
Erstmal skillen. Den Loot verteilen. Was habe ich denn da für Waffen aufgesammelt? Ach so, nee, das waren. Ich war gerade eben nur auf dem Buy-Tab. So, Sell. Habe ich jetzt tatsächlich noch Sachen, die ich jetzt noch nicht. Oh, tatsächlich. Was war nochmal das andere? Das war eine Mask, ne? Ja. So, jetzt. Good to see you. Ah, wenn ich jetzt. Ich könnte. Nö, ich mach's einfach so. I've been looking for that. So, und was kann ich jetzt kaufen? Die Ork wäre schon geil. Die kaufe ich mir. Buy and Mord. Have fun with it. Skin Slot, Magazine Slot. Aha. Aber ich habe gar keine Mods, oder? Ja, ich habe gar keine Mods. Und den kaufe ich mir auch noch. How about that? Thanks for the business. Und die kaufe ich mir auch noch. I hope it serves you well. Your business is appreciated. Die macht zwar weniger Schaden, aber ich will sie trotzdem ausprobieren. So, wo ist jetzt die Crafting Station? Wahrscheinlich da hinten. Ja, da ist Agent, sie ja schon. It seems I have the equipment I need. I'm eager to get started. You can craft items at the crafting bench and the base of operations. You craft. Ja. Okay. Kann ich mir hier jetzt Mods craften oder sowas? Okay, ich habe natürlich keine Blueprints, oder doch? Oder was? Oder wie? Doch, ich habe ein paar Blueprints für eine Maske. Okay, was brauche ich dafür? Credits. Electronics. Können wir noch ein Backpack? Gloves. Knee pads. Holster. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich so nötig ist. Irgendwelche Sachen zu craften. Aber schön, dass ich es weiß, dass ich es kann. I've got the biggest inventory in DC.
Sieht man hier denn jetzt eigentlich irgendwelche NPCs noch, mit denen man reden kann? Agent, glaube nicht. You're gonna wanna check this out. Also ein relativ groß Bereich, out of bounds. Also hier kann man schon eine ganze Menge tun. Gehen wir mal hier hin. Glad to have you on our side. Civilians in danger. Warum sind diese Psychos eigentlich, die einen immer aus dem Nahkampf angreifen, immer Frauen? Bisher waren es immer Frauen. Oh ja, neue Hose. Ja, mitten im Kampf. This is my castle!
probiere ich mal den anderen Skill aus. Oder? Wir sind so weit weg. Ich dachte, die hätte einen Helm auf, aber das sind nur die Haare. Incoming hostiles detected. Ja, wenigstens eine Hostage. Agent in need of backup. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Naja, vielleicht fehlen mir die Ressourcen. I already explained. Ja, dann mache ich mal da hinten die nächste Side-Mission. Head over there and sweep the site.
Supplies nearby. Drinking water detected. Electronic device detected. Oh, wieder eine neue Hose. Portable device detected. Now? Hold up. They're still too spread out. This is gonna be good. Not if they notice us first. Keep your goddamn head down. Look at those idiots. They have no idea what's coming. That's the fucking idea. Get your fucking head down. What are we waiting for? They're not even armed. This is gonna be a fucking pinata party. If you're expecting candy, you're in for some disappointment. The candy isn't the fun part. The fun part is seeing it fly everywhere when you whack the shit out of the pinata. I don't think I'm gonna be too disappointed. Was gibt's denn hier Schönes? Einen neuen Rucksack, den ich nicht brauche. Oh, eine AK, die ich auch nicht brauche. Okay. Dafür brauche ich wieder einen Key. Electronic device detected. Kannst du da nicht hochspringen? Nein. Let's keep this ball rolling. Ramon, what have you got? We've got the Iowa delegation on board if they get the amendment about biofuels. How many are left in the Iowa delegation? Four. The rest are all sick. Well, let's hope those four stay healthy. Who else can we count on? Hey, just got this. The junior senator from Nebraska just sent her staff home for the duration. Damn it. We're counting on her support once we got through the house. You have to wonder if it's worth it. What is? This? Yeah. I mean, it's getting really bad out there. Shouldn't we be, you know, doing something else to help? You mean instead of trying to push through an energy bill with the world falling to pieces? Well, yeah. Look, sooner or later this is going to pass. And when it does, all the problems we're dealing with now, they'll still be there. So it makes sense for us to keep trying to deal with them because someone has to. And because we're at the bottom of the pay scale. That too. Bin ich denn jetzt gerade ausgerüstet? Ne, gut.
Was ist das? Decent coffee, right? Well, fuck if I know. I don't drink this shit for pleasure. Trust me, it's good. You should savor it. Might be your last chance. Man, it still tastes like dirt. What's happening in New York is just the beginning. Yeah, no shit. I want you to put together a team. I already have a team. A bigger team, more diversified. For what? For whatever it takes. We have an opportunity here, a golden one. But we have to be smart, and we have to act fast. So no choir boys is what you're saying? I'm saying scoundrels and scum, all right? Killers and cutthroats. I don't give a shit as long as they follow orders and can get shit done. All right. I'll get to work. Work fast. The end is fucking nigh. Worum es hier auch immer ging, aber es hatte wahrscheinlich irgendwas mit der Vorgeschichte zu tun. Und jetzt? Muss ich jetzt nochmal aktivieren? Decent coffee, right? Well, fuck if I know. Oh, nee. Ich will es nicht nochmal anhören. Control point nearby. Ist das ein ganzer Control Point? Ja. Aber der ist eher in die Richtung. Vielleicht kann ich sie ein bisschen flankieren. Jungs, helft mir mal. Und Mädels. Reinforcements en route. Kam da jetzt nicht gerade irgendeiner rübergerannt? Ja. Die müsste man halt ordentlich modden, schätze ich mal, diese Waffe. Dann wäre sie wahrscheinlich deutlich besser.
Sind wir hier beim Ballettwettbewerb oder sind wir hier beim Schießen? Detecting additional hostile contacts. Wo denn? Und wo kommen sie? Jetzt schießt dann auch, wenn du sie schon nimmst. Blöde KI. Ja, also. Wo ist der Leader jetzt? Da hinten. Aber es ist mir alles viel zu leicht. Ich spiele hier wie Rambo und ich sterbe einfach nicht. So, wo ist jetzt der Raum? Enter Supply Room, da. Nee. Doch, hier. Da steht's hier, wer lesen kann. Ich auch nicht.
detected. Nearby location guarded by hostiles. Oh, eine neue Pistole. Sehr gut. Die wird natürlich sofort equipped. So, ist das jetzt meine neue... Ja, das ist meine neue Secondary. Ah, ich liebe Revolver. Und du? Was hast du für eine Waffe? Sieht aus wie eine M1911. Die gibt es natürlich immer noch, auch in der Zukunft. Über 100 Jahre alt, die Waffe, und sie gibt es immer noch. Hostiles, guarding location nearby. Incoming backup request. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe vom Wetter her, ist Regen. Das war mal ein richtig schöner Kill. Absolut chancenlos. Und wo kam der Schuss her? Detected. Nearby location guarded by hostiles. Incoming hostiles detected. Na genau, du hast fast keine Lebenspunkte mehr und trotzdem gehst du in Rambo-Modus. Danke dir, danke dir. Serious trauma detected. Woher kommt denn immer diese ganze Zeit diese KI-Sprache? Mir wurde am Anfang nie irgendwie gesagt, dass ich eine KI an Bord sozusagen habe. Na, welche Location guarden sie denn? Level up. I already explained this. I don't have the slightest idea how to repair a holographic. Ich bin doch schon längst da. Agent, we've had recent reports of hyenas looting the Odea office. There might still be batteries in there. Find a way inside and take a look. The theater needs some for their communications equipment. I
Warum kriege ich diesen Behälter nicht aktiviert? Oder ist das eine Batterie? Shelter inside. We have food. Ja, neue Handschuhe. MP7. Die ist Level 5, ne? Ja, dann werde ich sie equippen. Können wir ausprobieren, wie sie ist. Oh, der hat ja auch eine geile Waffe. Das ist eine SVD. Eine Dragunov. Thank you.
like there's some kind of bridge across the alleyway. Check it out, Agent. There might be a way to access the OD office. What the fuck's going on out there? I've told you before, I can't work with these interruptions! Now keep your head down and your shorts untwisted, Malik. We'll take care of this. Die Magnum ist schon echt gut. Jetzt war nicht ganz so genau wie die Beretta, aber dafür hat sie enorm Stopping Power. Natürlich ist ein irgendwo so blöder Schlüssel oder was? Nee. Ach, jetzt wird erstmal weitergeschossen. Thank you.
Jetzt geschockt. Irgendwo ist jetzt ein Leader unterwegs. Dash. Vital signs critical. Agent, deceased. Zu viel. Rambo. That civilian. That's Vikram Malik, the CTO of Odia. The hyenas must be putting him to work. Get him out of there. Eieiei. Hier. Zu viel auf einmal in den Ultranahkampf. It's Vikram Malik, the CTO of Odia. The hyenas must be putting him to work. Get him out of there. Ja, so eine Schockergranate, ja.
Und jetzt bin ich sogar noch reingelaufen in die blöde Granate. Denn hin? In den Beton? Nee, jetzt nicht mehr. Oh, was hast du gesagt? Thank you. The hyenas have been keeping me here to repair their gear. If you were hoping to find anything useful here, you're out of luck. Well, the battery packs we came looking for aren't here, but hey, we rescued a civilian, and that's a victory. And who knows? Maybe Malik will be able to help us out somewhere down the line. Let's call this one, Agent. Move out. Also man merkt schon relativ deutlich, dass die Langwaffen, die Fernwaffen, also die vor allem die Assault Rifles, schon mit die besten Waffen sind, weil sie sehr versatil sind. Also man kann sie in allen möglichen Situationen verwenden und oft hat man halt tatsächlich die Situation, dass man auf lange Entfernungen kämpfen muss und dann sehr, sehr genau zielen muss. Und da sind halt Shotguns und Submachine Guns nicht wirklich nützlich und auch ein Revolver nicht wirklich. Die sind alle eher für den Nahkampf. Sonne! Ja. Okay, jetzt möchte ich gerne mal mit der nächsten Main-Mission weitermachen. This is our last radio contact with Espinoza. There's hyenas all over the comp. The priorities are to locate Espinoza and get that shade node reactivated. Isaac will guide you where you need to go. Espinoza reported a substantial hyena presence. We don't know exactly what they're doing here, but assume they're gonna be in your way. Haben die irgendwie ein Detected. Nearby location guarded by hostiles. Haben die ein paar Scrubs-Fans bei sich in den bei den Entwicklern irgendwie, weil das ist jetzt schon der zweite Name, den ich aus Scrubs kenne. Carla. Carla Espinoza. Oh, Zielübung. Challenge yourself. This time last year, I probably would have been
passed out in the yard with a pitcher of margaritas. Hostile control point detected. Portable electronic device detected. Guten Tag. Lass sie mich nie bemerken. Hier oben ist irgendwo ein... ein Telefon. Aber hat er nicht gerade eben gesagt, hier wäre irgendwo ein Control Point?
location guarded by hostiles. Hostile control point identified. Die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Die sind mir egal. Incoming backup request. Nearby Echo detected. Nearby Echo. Ach, wieder so eine Erinnerung. Take a step back. You fucking crazy? I'll fall. That's kind of the point. What the fuck, man? Why are you doing this? You know why. You burnt too many bridges. There's no room for shitheads like you on the council. Come on, let's talk this over. We can work something out. Take a step back. Portable device. Don't do this. Step the fuck back. Or get shot. Look at the bright side. Let you walk away. Hostile control point nearby. Fuck you. Fuck you. Autschen. I understand people are afraid I'm gonna print up another virus with the help of my friend Vitali and turn it loose. What would I call it? Greener poison? The Rubel flu? That's an interesting exercise. The question you have to ask yourself is, what's in it for me? Do I get more out of giving one more shove to a world teetering on the brink of collapse than I do from letting some of the systems try to reset? Or do I stir the pot to ensure maximum chaos? You think you can guess what I'm gonna do from that? Good luck. Because maybe, just maybe, I haven't decided on my next move yet. Or maybe I have, and this is all a smokescreen designed to get you running in circles. Someday you'll get to ask me yourself. That is, if you don't make me kill you first. Civilians in distress. Was für ein Psychopath. Voll mit Blei. Aber die Stadt gefällt mir schon. Also das sieht schon gut aus. Das hat schon was. Das sieht, glaube ich, auch besser aus. Deutlich besser als der erste Teil. Zumindest von dem, was ich aus den Videos noch in Erinnerung habe. Contact with Espinoza came from a parking garage close to the Shade Node. Isaac has the location. Guy.
Ja, ihr habt recht, ihr seid wirklich nur ein weiterer Kill. Nennen sich selbst Hyena, tatsächlich. Wollte der mir gerade hier sein ferngesteuertes Auto irgendwie unter den Arsch schieben? Das unter seinem Arsch explodiert. And see if you can pick up Espinosa's trail. He tends to leave a mess.
die Ein-Mann-Armee. Ich bin die Division. Von näher gekommen als seinem kleinen fiesen Auto. Wo ist er? Wo ist er? Espinosa's last known position. The shade node should be close. Sneaky peeky like. They'll back off if they think they can save it. We can ask for whatever we want. Someone's got it. Nee, jetzt haben sie mich gesehen. Maybe I'll send them something to blame with. Da kommt man nicht rein. Ich hätte auch gedacht, dass das eigentlich
alleine nicht so wirklich Spaß macht, fast. Ja? Also ich hatte eigentlich hier auch eine wesentlich schlechtere Erfahrung hier alleine eingestellt. Aber ich finde, das kann man sehr gut allein spielen. There should be a terminal that'll let you reactivate the node. Agent in need of backup. Aber es ist halt wirklich nur eine reine Ballerorgie. Auch wenn sie sehr gut aussieht. Und sich auch ganz gut spielt. Also das Gameplay, das ist schon ganz gut. Muss ich schon sagen. Da gibt es wenig Dinge, die nicht die bei denen sie sich nichts gedacht haben oder so, die so denken, ja, what the fuck. We have a ways to go before we can celebrate. And a missing agent to locate. Continue your sweep of the complex. Definitiv. Hostile radio intercepted. Hello? Is this the division? Looking for someone? Who is this? How are you on this channel? A friend of yours gave me a real nice wristwatch. He's right here. Wanna talk to him? If you want him back, we can make a deal. You back off, we'll deliver him unharmed. Mostly. They'll keep him alive. They aren't stupid. Just find that hyena piece of shit and waste her. Woher weiß ich den Code? Oh, eine neue Weste. So weit kann er nicht werfen. Immer noch nicht. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt gleich anfühlt, hier die automatische Schrotflinte. Kann man ja wirklich Rambo spielen. Und tschüss. Nicht ganz. Netter Versuch.
Hostile radio intercepted. Hey guys, I'm still willing to deal, but you better decide fast. I don't know how much more this dude can take. She's goading you to try to make you reckless. Just stay focused. Ich bin mir da nicht so sicher. Terroristen sind heutzutage ziemlich verrückt. Oh, hallo, willkommen. Darf ich auch bei der Party mitmachen? Wieder so ein Drogenlabor hier. Oh, the Fury. Machen wir das Ganze mal weniger auf Rambo-Manier. Thank you.
Lieferung. War gleich da. Picked up AA Persephone Precision Gloves. Mein Inventar ist voll. Hat das jetzt dann liegen gelassen oder hat das mitgenommen? Und schon wieder irgendein Code. Noch so ein blödes Auto. Wo kam das denn her? Ich habe aber keine Medical Assistance mehr. Komme ich denn hier irgendwo mal runter?
du bist mir eh egal. Hier, wo fallen die da? Oh, nö. Wer gerade eben noch ins Ich dachte, ich wäre gerade eben noch in Sicherheit gewesen, aber na, okay. Ja, ich brenne und ich bin geblendet. Aber ich bin immer noch am Leben. Komm schon her. Okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr, aber die Waffe will ich natürlich haben. Dann muss ich mal ein bisschen was in meinem Inventar fallen lassen. Die zum Beispiel, die kann ich fallen lassen. Wie geht denn das? Deconstruct. Noch eins. Noch ein Platz, den ich brauche. Wow.
One of your weapons is low level compared to your current level. Get some new weapons from... Ah, ja. Machen wir gleich. Aber erst will ich den Laden hier verlassen. Jetzt werden wir mal ein bisschen Inventory machen. So, oh, ich habe eine M16. Level 5. Die möchte ich unbedingt ausprobieren. Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Ach, ich bin in Combat oder was? Warum müssen die auch neben mir kämpfen? So. Bin ich immer noch in Combat oder was? Ja, schrei noch lauter. So, bin ich denn jetzt langsam mal nicht mehr in Combat? Hat die eine Headcam oder was, die Person? Autsch. Ja. Meine Güte. Das habe ich doch alles schon... Wieso? Das habe ich mir doch schon alles angehört. Warum wird das dann nochmal als Ausrufezeichen hinterlegt? Das ist doch nichts Neues mehr.
Ja, ich habe ja gesagt, ich mache das nicht mehr da. Ich werde jetzt nur noch kurz ausrüsten. Wo war mein? Ich wollte die Maske ausrüsten. So. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar, deswegen mache ich die Kisten erstmal nicht auf. Cash, kann ich wieder was aufmachen? Tatsächlich. Ein Hut, sehr gut. Einen Hut hatte ich bisher noch nicht. Except. Collections Invasion. Ja. So, Inventar voll. The hyenas have been getting the locals hooked on spice. That's how they've been calling the shots around here for so long. This intel should help you get the area back in shape. Enter PvP by selecting the conflict tab on the map. Begin matchmaking. Ich will kein PvP spielen. Federal Triangle Liberation. People around here have been through a lot. Having you watch their backs will make a big difference. Shade Tech cache detected. Uh-huh. Yeah, it's the... Gehen wir wieder raus und... Ja, ich will sie haben, aber ich kann sie nicht aus... Ich sollte mal dringend zu einem Store, wo ich meinen ganzen Mist ab... nein. Nicht so ein Store. Nee, das ganz sicher nicht. Charakter, so. Gib mir halt irgendeine schlechte... Ja, ne, ich glaube, ich habe ziemlich viele Rucksäcke. Da kann ich auf die definitiv irgendeinen wegschmeißen.
Ah ja, ganz Quartermaster. Okay, dann gehen wir jetzt gleich mal zum Base of Operations Quartermaster. Bin ich jetzt hier gelandet? Johnny. Noch weiter oben. Ah, hier geht's nicht höher. Da drüben vielleicht. Auch nicht. Das ist aber ärgerlich. Jetzt komme ich zu dem Item of Interest nicht mehr hin. Kann ich da vielleicht hochspringen oder so? Ne. Ne, da kommt er nicht durch. Ja, mir egal. So, wo sind wir jetzt? Food supplies detected. So, relativ weit weg. Ja, ich will jetzt aber nicht zum Safer, zur Base of Operations zurücklatschen. Ich werde da fast traveln. Ja, jetzt werden wir die Mods gezeigt. Gear, weapons and skills can all be modified through different means to gain new effects and strengths. Weapon mods are unlocked and only need to be acquired once per mod. Gear mods and skill mods are on individual items and you will continuously find stronger versions of them with better level and quality. Over time you will gain access to mod modifications, so keep an eye out and fine tune your arsenal. Cool. Ja, nice. Ich mache jetzt eine Pause. Danke fürs Zuschauen, Leute, bei The Division Nummer 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.